Jo, herzlich willkommen zurück zu War of 40k Space Marine. Schon jetzt die vierte Folge, die ich heute, also an den Nachmittag, an dem Sonntag, Nachmittag, frühen Nachmittag aufnehme. Das ist wirklich so ein riesiger. Oh, die Sequenz, ich halt mal die Schnauze. Oder auch nicht, okay. Ich wollte natürlich sagen, ich halte mal den Mund, das wollte ich jetzt nicht so, aber egal. Wird schon. Und da oben ist da schon wieder ordentlich Action, da ist da schon wieder ordentlich Warp-Energie. Ach nee. Warum immer ich? In deinen Händen klebt viel Blut, Nimmerod. Für alle, die du getötet hast. Für Sidonos und den Imperator werde ich es beenden. Machen wir. Bin ich auf deiner Seite? So, ja, mal schauen. Nimmerod. Bist du Nimmerod? Put, 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 put. Nimmerod. Schreckliche Götter des Chaos. Traut sich wohl nicht. Ich bin Nimmerod. Euer Herold und Champion. Da draußen ist er. Ich habe tausend Welten in eurem dunklen Namen verbrannt. Ihr habt mich beauftragt, dieses Fragment eurer Macht zu bergen. Und ich habe es getan. Die Sklaven des falschen Imperators, die es wagten, es an sich zu nehmen, starben durch meine Hand. So, Nimmerod. Die beide haben noch was zu klären, ne? Ich kann da nicht durchschießen. Also, Kapitel 7. Ich bringe euch eure finstere Reliquie zurück. Ich biete euch diese Welt und alle, die da... Ich bitte um die Belohnung, die versprochen wurde. Du möchtest mit deinen Göttern reden? Dann schicke ich dich zu ihnen. Gib es zu, Titus. Die Macht des Chaos steckt in dir. Diese Reliquie ruft dich. Stell dir Ultramarines vor, die diese Galaxie dominieren. Nach ruhmreicher Eroberung. Und du an ihrer Spitze. Stell dir die Macht vor, die du ausüben könntest. Als Sklave des Chaos? Nichts, was du sagst, kann mich vom Weg der Ehre abbringen. Oder davon, den Tod meiner Brüder zu rächen. Jo. Du bist jetzt keine Bedrohung mehr für mich, Ultramarine. Ich weiß nicht, ich hätte den Hammer doch behalten sollen. Glaube ich. Ich werde mir die... er greift ja jetzt noch nicht an, er schickt jetzt, wie es aussieht, erstmal seine Kollegen hier vor. So wie es aussieht zumindest, weil dann würde ich den Modus doch lieber bei ihm aufbrauchen. Nichts kann meinen Aufstieg mehr stoppen! Gewährt mir eure Gunst, korrumpiert mein Fleisch, macht mich Dämonen gleich. Zeigt diesem Narren die wahre Natur der Macht. Keine Granaten mehr. Für Ultramar. Tötet die Loyalisten! Antwortet auf ihren Beschuss! Erstmal die ganzen Boost. Die ganzen Chaos Marines hier platt machen. Haltet eure Stellung! Ich mach das hier gerade echt ein bisschen blöd. Stimme ich gerade echt ein bisschen doof an. Damit das jetzt alles ein bisschen... Ein bisschen einfacher vorgestellt.
Na, schieß! Scheiße. Loyalisten! Keine Munition mehr. Das hat sich jetzt alles ein bisschen doof. Ziel erfasst! Antwortet auf ihren Beschuss! Na, den krieg ich nicht. Krieg ich ihn jetzt? Weil ich komm. Diese Space Marine. Nein, das krieg ich ihn gar nicht mehr. Scheiße. Sich das wieder eingetreten, was nicht eintreten soll. Hast du dir mal den Himmel angesehen, Captain Titus? Du hast das Portal zum Reich des Chaos geöffnet, Captain. Unsere Legionen strömen bereits hindurch. Der Diener des falschen Imperators hat versucht, den Planeten vor einer Invasion zu beschützen. Ja. So, wie ich sehe, kommt jetzt alles noch mal hier. Hat er eine andere ausgelöst. Ich mag so eine Ad-Kämpfe echt überhaupt nicht. Spürt den Zorn des Imperators! Das ist echt nicht mein Ding. Natürlich keine Munition mehr für. So, solange der jetzt ist, beschwört dann wie keine neuen Ads. Lass mich mal kurz nach. So, jetzt können wir spielen. Deine armselige imperiale Armee wird schon bald von dieser Welt geschabt sein. Oh, schon bald wird meine gesamte Invasionsflotte in diese Realität kommen. Lass die Galaxie brennen! Tilt den Feind! Jetzt ist Feierabend hier, meine Güte. Das sind diese Ultra... Das sind halt diese megamäßigen, nennen sie jetzt mal, ich weiß nicht, ob es so richtig ist, Centurius. Die hauen halt nochmal extra ordentlich rauf. Und ich sehe... Dein Unterfangen ist hoffnungslos, Titus. Der Wille... Aber du, du hast niemanden. Und du wirst hier sterben. Allein. So. Oh. Ich hab's doch gewusst, ey. Ich hab's gewusst. Meine Diener zu töten bringt nur wenig. Ich bin unangreifbar. Die Chaosgötter beschützen mich mit den Energien der Schöpfung. Du vergisst etwas, Nimmerod. Die Berührung des Warps ist mir nicht fremd. Okay. Achso. Das ist auch nicht schlecht. Muss ich jetzt irgendwelche... Ja. Patsch, patsch. Ah! Hat dann halt Pflaster. Stüpp! Ei, ja, zack, zack, zack! Woo. Und weiter runter. Patsch, patsch, pam! Weg mit dir! Und wenn es 1000 Jahre dauert, ich werde mich wieder erheben und grausame Rache an deinem Fleisch üben. Genau. Der Hand ab. Doch nicht. Weiter geht's. Pam. Oder... werde ich dich mit offenen Armen vorfinden. Ja, schieß ja. Zum Willkommensgruß. Ja, komm, ja. Ein wahrer zack, zack, Sohn. Auf. In die Fresse. Komm, in die Fresse rein. Niemals. In die Fresse rein. Und ausweichen. Und weiter rein. Und weiter rein. Und weiter rein. Und weiter. Und weg. Und weiter rein. Und weiter rein. Und weiter rein. Und weg. Und weiter rein. Und weiter rein. Und weiter rein. Und. Pam. Kopfstoß. Und weiter rein.
Jetzt saugt er hier ab hier. Lass es da nicht. So. Hau dir in die Fresse. Oh, ich reiß den Kopf ab. Einfach mal eiskalt den Kopf zermatscht. Und ihr seht es vielleicht schon am Achievement. Wirst du dich uns bald anschließen, Bruder? Du lebst immer noch. Jo. Kapitel 18, Epilog. Schauen Sie, Ultramarine. Sie haben diese Welt gerettet. Wie ich sehe, sind die Ultramarines letztendlich doch menschlich. Mehr als Sie ahnen, Leutnant. Die Inquisition ist hier. Seine Verletzungen scheinen vom Chaos zu stammen. Sind Sie sich der Anklage bewusst? Captain Titus wurde vom Chaos korrumpiert, Inquisitor Drax. Ich bin kein Ketzer! Sie lügen! Nur ein Bote des Chaos kann es ertragen, dem Warp ausgesetzt zu sein. Ich hab den Dämon ausgelöscht! Hatten Sie dabei unheilige Unterstützung? Wir müssen das wissen. Sie unterstellen sich nun meiner Befehlsgewalt, Captain. Ansonsten muss die Inquisition annehmen, dass Sie jeden Ultramarine korrumpiert haben, der unter Ihrem Kommando stand. Ganz zu schweigen von denen, die an ihrer Seite stehen. Ignorieren Sie seine Drohungen. Kommen Sie. Die Inquisition wird Sie vernichten, Mira. Und die Ultramarines werden für immer entehrt. Lassen Sie meine Brüder und den Leutnant in Ruhe. Ich komme mit Ihnen. Ich weiß nicht, warum ich dem Chaos widerstehe, aber ich schwöre, dass ich die Wahrheit herausfinde. Wir werden viele Wahrheiten herausfinden, Space Marine. Der Codex Astartes lässt keinen Platz für Zweifel. Du kannst den Warp nicht berühren und unbeschadet davonkommen. Der Codex Astartes besteht aus Regeln. Sie leiten uns, formen uns zu Ultramarines, lehren uns, dass die Pflicht und die Ehre das Wichtigste sind. Aber mit diesen Regeln zu leben, ist die wahre Prüfung eines Space Marines. Und Sie sind gescheitert.
Ja. Das war Warhammer 40k Space Marine. Zum Ende wenig überraschend. Ich hätte mir den Endkampf ein bisschen heftiger vorgestellt, aber hat gut Laune gemacht, den dann jemand die Fresse zu hauen. Das Spiel an sich hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War halt, es war stupides Metzeln, es war eine gute Story, war eingebaut. Es macht aber auf den Wert für kurz zwischendurch ab und zu mal, macht es echt super viel Spaß. Und mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht, das Ding zu Let's Playen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit, mit dem Spiel. Und ja, dass wir uns bei den nächsten Let's Plays wiedersehen. Ich verabschiede mich bei euch. Danke euch fürs Zuschauen. Und auf ein Wiedersehen in den nächsten Let's Plays. Also, macht's gut. Tschüss.